Die Kernforderungen des Bündnisses sind eine einmalige Vermögensabgabe und perspektivisch die Einführung einer gerechteren Verteilung der Steuerlasten durch eine Vermögenssteuer und den konsequenten Kampf gegen Steuerflucht. Wir als radikale Linke und Antikapitalisten begrüßen, dass mit der Kampagne die Besitzverhältnisse in der BRD überhaupt wieder breiter thematisiert werden und dass zumindest oberflächlich die Eigentumsfrage gestreift wird. Trotzdem sind wir als ungeliebte radikale Kritiker, Berufsnörgler und Chaoten der Meinung, dass es angesichts der kapitalistischen Krise weitergehende Maßnahmen vonnöten sind, als ein paar neue Steuern für Besserverdienende einzuführen. Die ungleiche Verteilung des Reichtums ist das logische Ergebnis der herrschenden Wirtschaftsordnung, nennen wir sie mal scherzhaft freie Marktwirtschaft, die nicht das Wohlergehen der Menschen, sondern die Profitmaximierung zur zentralen Handlungsmaxime erhebt. Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. That's life, shit happens. Natürlich haben einige, auch hier auf der Demonstration vertretenen Parteien, während ihrer Regierungszeit diese dem kapitalistischen System innewohnende Tendenz mit Steuergeschenken für die Kapitalistenklasse kräftig beschleunigt. Aber eben nicht nur, weil sie so korrupt und fies waren oder auch noch sind, sondern weil sie halt nach den Regeln des Systems gespielt bzw. regiert haben. Und vielleicht könnten sie, wenn sie jemand mal wieder wählen würde, auch solche Steuern einführen. Und vielleicht würden sie das nur dadurch gewonnene Geld nicht zum Besetzen anderer Länder oder dem Bau neuer Justizvollzugsanstalten ausgeben, sondern damit die Hartz-IV-Regelsetzung 10 Euro anheben und die Rente auf einem Armutslevel wieder sicher machen. Ehrlich Leute, eine Weltrevolution klingt nach den derzeitigen Kräfteverhältnissen auch nicht viel utopischer. Viel wahrscheinlicher ist doch, dass die unsichtbare Hand des Marktes, die Sachzwänge der Ökonomie, die Krise und anderer esoterischer Quatsch, die dazu bringen wird, der BVG die Steuergesetze der Cayman-Inseln zu geben, um konkurrenzfähig zu bleiben und Aserbaidschan zu bombardieren, wegen der Niederlage beim Eurovision Song Contest, Menschenrechtsverletzungen oder anderen Krimpeln. Wir sind deshalb der Meinung, dass es an der Zeit ist, nicht nur an den System herumzudoktern, sondern die Ursachen zu bekämpfen. Die kapitalistische Produktionsweise. Wir wollen nicht länger an den starken Staat appellieren, irgendwelche Steuern einzuführen oder an Kapitalisten appellieren, doch großzügig zu sein und fünfte gerade sein zu lassen. Wir wollen uns organisieren und zusammenschließen, damit wir uns nicht länger mit ein paar Brotkrümeln abspeisen lassen müssen. Wir wollen die ganze Bäckerei übernehmen. In diesem Sinne, Produktionsmittel umverteilen, Kapitalismus abschaffen.